Hey, herzlich willkommen zurück zu New Pokémon Snap. Wir sind in Kopia unterwegs. Wir wollten eigentlich schon nach Volcamon nach oben gehen, aber wir schalten immer neue Teleportationspunkte frei. Und zwar jetzt hier. Es ist tatsächlich der Fall, der Lentil-Meeresgrund. Diese wundersame Unterwasserwelt liegt jenseits des Blue Holes. Dasselbe Pokémon kann sich hier sagen. Here we go. Ich hoffe, dass wir das auch bei Nacht freischalten, denn gerade so unter Wasser leuchtend Nacht, das ist... Oh, Libikos! Ja, hier ist einiges los. Ja, no. Ich kann auch weiterhin ganz normale Pokéball würde ich schon sagen. Muss man Libikos eigentlich dann... Auch von zentral? Warum nicht so viele Fotos für so ein doofes Pokémon? Okay, da ist eine Höhle. Sind mehrere Wege. Okay, da können wir nicht durch. Anscheinend gibt es Pokémon, die sich verstecken im Seetang. Oh. Hallo. Hier ist ein bisschen fies. Ich will mich natürlich nebenbei bewegen. Und jetzt bewege ich mich zu weit von ihm weg. Schade. Ich finde es interessant, dass sie da sagen, dass das ein gutes Bild war. Kristallblume. Sie leuchtet rosa. Okay. Es schläft. Okay, also es reagiert nicht nur einfach, weil wir Musik anmachen. Das ist ein echt großes Bild. Ich meine, oder alternativ, das Pokémon ist ja riesig. Mal so nebenbei gucken, ob das mit dem Scan irgendwas findet. Oh, wow. Die Vorentwicklung. Ja, okay. Das fand er nicht lustig. Ah. Bob ist gelandet. Ja, leider passiert das wieder mal an der Stelle, wo... Oh, oh. Hi. Don't bite. Oh, boy. Über mir ist theoretisch immer noch das... Ja, ist leider noch nicht genug dafür. Okay, die Haie sind verschwunden. Mein Glück. Ah, hi. Okay. Oh, hi. Einen tollen Moment erwischt habe ich. Ich weiß nicht, ob ich Phil glauben darf. Oh, hey. Pufferviecher. Oh, wow. Schade. Ja, die nehme ich wahr, aber halt diese Aufblassache machen die nur einmal, so wie scheint. Ist zum Teil sehr... Wow! ulkig, aber das Problem ist... Oh, Tentoxas, cool. Problem ist halt nur aber leider, dass es sehr schwer ist, dann davon ein Foto zu machen. Oh, die reagieren alle da drauf. Oh, cool. Darauf reagieren sie leider nicht. Das Rotleuchten. Oh, hi. Oh, hier sind so viele von denen. Ah.
Cool. Oh, und dann war es auch schon wieder. Viel los, nicht viel Überraschungen meines Erachtens tatsächlich möglich. Klar, logischerweise mit dem Forschungslevel-Aufstieg sieht es vielleicht anders aus. Aber halt, ich hatte so viele Bilder wieder dabei, wo ich mir immer hoffe, ich könnte mehr machen. Das ist irgendwie dazu zwinge, dass sie zu mir gucken, dass ich näher ranzoomen kann. Irgend sowas. So. 5 auf Level 1, 2 auf Level 2. Das, also gerade für so ein Pokémon, wo man gerade so frontal eher weniger was sieht. Ich würde ganz gerne mit dem erstmal probieren. Moment, gehen wir nochmal ganz kurz. Doch, der andere ist zu weit weg. Ich finde den, der ist mit am besten für die. Finneon. Und die Augen zu. Da ist nicht zentral. Ich probiere trotzdem mal mit dem da. Wie das Schlafen zählt nicht als ein höherer Stern. Oh. Ja, das ist leider zu nah, vermutlich. Das, finde ich, sieht mit am besten aus. Das ist leider seitlich. Hier ist schwer. Hier muss ich ganz ehrlich zugeben, ist nicht einfach. Der ist vermutlich der Beste. Wenn es zu dieser ich schubber mich auf den Boden-Situation kommt. Obwohl, ich wollte jetzt noch nicht sofort rausgeschossen werden. Meine Frage ist, ob gerade dieses seitliche Gucken ebenfalls als in unsere Blickrichtung zählt. Wie bei dem Kokowai im Endeffekt, weil es drei Gesichter hat. I don't know. Ich nehme das da, weil das am ulkigsten ist, aber wieder mal zu weit weg dafür. 4500. Interessanterweise auch hier wieder. Ich weiß nicht, ob das ihr. Doch, bei euch ist das auch so ein gräulicher Stern, der eigentlich silber sein soll. Aber mit 4500 ist das kein Grau. Nimm die mal einfach aus Spaß. Okay. Ich habe 9. Der ist vermutlich der mit fast beste von denen. Weil er ist komplett mit seinem Körper drauf. Ja, es muss der sein. Tentoxa. Der würde vermutlich als Bild mit am besten aussehen, wegen dem Riff, wegen den Farben. Der ist vermutlich zu nah, aber der ist meistens das mit beste Bild. Ich nehme das einfach mit, weil ich es kann. Ja, da sind ein paar Sachen dabei, wo man sagt, die sind cool als Bild, aber vermutlich nicht cool als Bewertung. Let's do this. Liebe Kuss. So, zählen wir mal. Ruhig, entspannt. 500, 1300, 900, 900. Okay, ja. Gut, hier ist so. Das war eigentlich ein relativ gutes Bild. Aber halt, irgendwas fehlte dann noch, um die wirklich 4000 zu knacken. Ist auch hier 500, ja. Aha. Ernsthaft? 500? 1300, 60.000, 320. 60 Punkte mehr, 60 Punkte mehr. Und dann werden sie. Okay. Gerade das auch mit dem Motiv, mit dem Hintergrund war eigentlich meine Sachen cool, aber war dem Spiel dann auch wieder Wurst. 1600, 1000, genau, Positionierung. Wir hätten nicht mehr 2 Punkte weniger haben dürfen. Der Sand ist vielleicht so in der Theorie so ein bisschen schal zu sehen, aber ich fand's cool. So, Weimar. Fast 1000. Fast perfektes Timing. Saubt sich einen kleinen Spaß. 1300, 577 ist nicht unsere Blickrichtung, aber das ist nicht das Problem. Nice. Also, da finde ich wirklich ganz wichtig. Man, denke, sieht schon so ein bisschen. Ich versuche so ein bisschen auf die Kriterien zu achten. Aber ich finde es wirklich cool, dass man auch die Möglichkeit hat, wenn es gerade eben nicht in die eigene Blickrichtung kommt. Wenn es nicht gerade größte Größe für uns hat. Dass es trotzdem möglich ist, gute Wertungen zu bekommen. So, das ist ein langweiliges Bild im Verhältnis. Das wird also auch dementsprechend nicht gewinnen können. Nicht schlecht dafür. Dafür, dass es ein simples Ich schwimme an dem Ding daneben ran ist. An diesem Foto sieht man einen Baldorfisch. Was? Da sind nur 500? Obwohl es sich so aufgeplustert hat? Boah.
2000 größer. Yes. Da sind definitiv ein paar Punkte noch mehr drin, aber es ist fast das perfekte Bild. 10, Toxa. Man wird mir definitiv Minus geben, weil die ganzen Tentakel nicht drauf sind. Aber hey. 740. Ist trotzdem gut belohnt worden. Nice. Weil wir die jetzt auch Blickrichtung war, wieder mal nicht in unsere Richtung. Das ist kein schlechtes Bild. Ich denke, hätte man so ein Bild, wo es komplett mit Mantax gefüllt ist, also wirklich dieses Bild und überall, dass man halt nur was als Hintergrund so gesehen sieht, dann wäre das vermutlich atemberaubende Möglichkeit. Ja, und hier verliert es halt einfach. So, wie viele Punkte kriegen wir damit? Bitte mach am Meeresgrund ein Foto von einer leuchtenden Kristallblume. Du willst meine ganzen Kristallblume eh nicht. Den letzten Mal, wo ich die immer aufgenommen hatte, tö. Ich akzeptiere sie, aber ich werde sie nicht. Oder ich erkenne sie an, akzeptiere sie aber nicht. Mit diesen Daten könnte ich eine Lumina-Kugel für Kopia entwickeln. Und vermute, das ist einfach der Witz. Man muss warten, bis man die Aufforderung dafür bekommt. Kamerafan. Yay. 500 Fotos gemacht. Gefühlt ging die Hälfte davon an, keine Ahnung, Wingu oder ähnliches. Spitzenfotosammlung. 50 mal mindestens 4000 Punkte. Nice. Gift. Sieht zwar aus wie so eine Art Schuriken. So ein bisschen komisch vom Design zwar, aber halt. Okay, dann gehen wir gleich da wieder rein. Meine große Frage ist nur, habe ich bisher die Kristallblume hier schon mal gesehen? In vorherigen Bereichen? Ja, okay. Aber nicht jetzt so bisher, meines Erachtens. Oh, hey, ein Carpador. Ein Carpador ist das. Wurst. Aber wie? Okay, das ist ein relativ großes Bild für ein Carpador. Hi. Ah. Ernsthaft, ich brauche... Klar, hier habe ich nicht selber gezoomt oder ähnliches. Oh, da ist vorne. Nimm kurz mal wieder weg, du Fiesling. Okay, ja, du erzählst mir jetzt wieder, dass da hinten ein Stein ist. I get it. Ja. Okay, dann nicht für uns. Ja, okay, wir wissen, da ist der da drin. Oh, cool. Das war eine interessante Drehung, mein Lieber. Interessanterweise ist da aber keiner drin gewesen. Ganz bewusst so eher die Augen nach einem... Hm? Ah, so ein Dibikos. Das ist ein niedliches Bild, theoretisch. Oh, eine leuchtende Kristall... Oh, die wird aber von dem verdeckt! Aus dem Weg! Sorry! Ja, Kristallblume. Ja, okay, besser. Hi, du wieder. Das ist so viel besser, I don't know. Hm, ich krieg's schon wieder nicht gebacken, dass das Ding mich anguckt. So, fangen wir mal an mit Kobe-Würfen. Mal gucken, ob ich damit den irgendwie stoppen kann, damit das Artillerie gerade eben nicht da weggeschreckt wird. Nope, leider nicht. Hm. Ja, in die großen Viecher kann ich noch nicht viel machen. Oh, das hat dem... Das hat dem so überhaupt nicht gefallen. Cool. Ich das vielleicht nochmal besser hinkriege. Da war ich in dem Fall zu nah dran. No, ich weiß auch, das ist noch das Artillerie irgendwo. War irgendwo. Ah, ich bin aber noch zu weit oben. Weiß nicht, was es macht. Es klappt und dann... Ich muss mich da auch besser werfen, irgendwie, um da hinzukommen. Hm. So, Baldorf Fisch. Hey.
Da wird sie wieder weggeschleudert, was ulkig ist, aber. Tipfel. Ist da unten eigentlich irgendwas los? Guten Tag. Okay. So, dann haben wir mal wieder euch. Naja, ich hätte natürlich ganz gerne hier so ein bisschen. Ist cool, dass das auch leuchtet. Naja. Ist hier sonst noch irgendwas anderes? Hier ist nochmal eine Pflanze, falls man das beim ersten Mal nicht machen will. Hier oben irgendwas noch los? Da. Hm. Ich hätte ganz gerne irgendwie, wenn ich die irgendwie anhalten könnte oder ähnliches. Hm, naja, dann noch. Weil das Fiese ist da wieder, man kann deren Aufmerksamkeit nicht auf sich regen. Ich denke, das wäre cool, wenn die wirklich alle auf einen so zukommen würden. Wegen halt der Melodie oder wie auch immer. So, werden wir damit tatsächlich Stufe 2 knacken? Carpador. So, jetzt haben wir hier das da. Das da, das da. Das ist theoretisch zentraler, das ist ein bisschen näher. Libikos. So, wir haben Stufe 1 und wir haben aber auch eins für Stufe 2. Gibt es hier ein Bild? Ich probiere es mal mit dem hier. Corazon. Es tanzt lustig, aber ich bin mir nicht sicher, welches davon es sein soll. Das da ist weiter weg, ist aber zentraler. Hier ist mir so ein bisschen Wurst, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich habe die 4000 mit dem einen geknackt. Das sieht niedlich aus, weil es gerade aufwacht, aber das Problem ist, ich weiß nicht, ob das relevant ist. Wenn das eine schon keine 4000 knackt, dann knackt das definitiv es auch nicht. Meine Frage ist, ob man zum Beispiel absichtlich das nehmen. Man muss eigentlich das nehmen, weil das in der wirklich super zentral ist. Tohaido. Gott, das ist eigentlich kein schlechtes Bild. Ich versuch's mit dem da. Einfach nur, um es aufzunehmen. Oh, das sind keine guten Bilder. Wir haben eins auf Stufe 2. Oh, das sieht so doof aus. Stufe 3 brauche ich nicht erneut. Die beiden sind auf Stufe. Der ist näher, aber. Das sieht cool aus, aber es ist vermutlich nicht umwerfend. Nehmen das da. Ohne Motiv, was ist ohne Motiv? Einfach mal. Ja, Apfel. What? No, 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 nicht automatisch. Ausfall auf. Okay, es gibt. Guck gerade, was hat es denn anders genommen? Also nach automatischer Auswahl zieht es das dem vor. I don't know. Ich trau dir mal. Da, das soll mir recht sein. Dass er da dieses eher nimmt als das hier, finde ich interessant. Okay, also was soll ich, dass es auch halt zwei Sterne sind? Warum nicht? Beim Carpador? Ich persönlich hätte es nicht genommen wegen dem Grünen dorthin, den Stein oder was auch immer das sein möge. Ich hatte da definitiv ein anderes Gefühl, aber ich traue dir mal. Ja, von mir aus. Das hatte ich auch gewählt gehabt, richtig. Okay. Okay.
gucken wir mal. Mal gucken, ob das Spiel hier wirklich bessere Bilder auswählte. So, ein Carpador. Ja, auf 500. Entspannt. Besser, besser, besser. Nice. Das andere hat auch seinen Stil, definitiv, aber halt... Gerade dadurch, dass es unter Wasser ist, halt mit diesem... Ich nenne es jetzt mal Verwischungseffekt. Nicht ideales Bild. Cool. Aber auf jeden Fall hier mit Carpador zum ersten Mal die 4K geknackt. Zwei Sterne Libikus. 544. Ich hätte, dass das besser ist, als das, was ich vorher ausgewählt hatte. Okay. So ist es definitiv näher. Es ist gleich... Das Bild ist nicht schlecht, aber hier ist so viel mehr los. Numineon. So. Auch nur 500. Ruhiger Zustand. Ja. Es ist nicht ein besseres Bild. Wenn das Ding besser als 3600 ist, dann weiß ich nicht, was das Spiel von mir will. Okay, es ist in einer Kategorie besser und das ist Blickrichtung. Der Rest ist für die Tonne. Mantax. So, Größe müsste besser sein. Blickrichtung vermutlich schlecht, aber weitere Pokémon könnte hier was tun. That's it. Das sind für drei weitere Mantax zu geben. Einer von denen ist kaum zu erkennen, ganz oben der. Aber halt nur 115, also manchmal ist es interessant zu beobachten, wenn man zum Beispiel an das Weimar-Bild zurück sich erinnert, wo es das Octillery da erschreckt. Da gab es 400 Punkte dafür extra, weil das Octillery mit dabei ist. Und zugegeben, nachvollziehbar vielleicht warum, aber trotzdem interessant zu beobachten, warum das dann nicht so viele gibt. Weil die schwimmen mir in dem Schwarm, man könnte das als Motiv ansehen oder ähnliches. Oder Hintergrund von mir aus. So, wurde von etwas getroffen. Yes, fast 1000. Wow. Ich muss ganz ehrlich zugeben, das Foto finde ich stinklangweilig. Das andere ist cool. Das Ein-Sterne-Foto. So, ruhig entspannter Eindruck. 1000 für Positionierung. Wow. Also, hier muss ich natürlich wieder sagen, gerade so mit dem Lichtverhältnis, das ist ein cooles Bild. Dass das nur so wenige Punkte mit sich bringt und das andere, wo unter Wasser ist und ein Apfel dabei herumschwimmt. So, Baldorfisch 200 für die Pose. Besseres Timing, okay. Kann definitiv nicht den 3 Sterne schlagen. So oder so nicht, aber... So, ein Stern Tentoxas. Dieses Verhalten sieht man oft. Okay. Vermutlich einfach ein Ich schwimme. Oh. Wow. Also für ein relativ simples Bild. Fast die 4000 geknackt. So, und da hast du endlich dein Bild bekommen. Ja, das ist eine der Kristallblumen, die auf Copia wachsen. Du hast sie zum ersten Mal illuminiert fotografiert. Okay, das kann natürlich der große Unterschied sein. Warum die anderen da nicht akzeptiert worden sind. So, damit knacken wir Stufe 2. Ohne Probleme. Boah, 70.000 Punkte? Nur um dann Stufe 3 zu bekommen? Das ist einiges. Deine Erkundung dieser Strecke schreitet voran. Bestimmt gewöhnen sich die Pokémon langsam an dich. Das ist nicht das Wichtige. Wir wollen die Kugel haben. Rosa Kristallblume. Übrigens, da nun die Daten zu dieser Kristallblume vorliegen, habe ich etwas zu berichten. Du darfst gespannt sein. Okay, ich glaube, man wollte dir einfach nicht sagen, erst wenn du deine Fotos wieder abgeschlossen hast. Ist hier irgendwas, was ich ernsthaft gescheit finde? Das Ding hat 4000 geknackt. Was wollte ich nehmen? Nicht das, ist zu weit weg. Ich glaube, ich hatte entweder das. Ich hatte das überlegt, weil da war der Mund offen, hier ist ja so komisch leicht zu. Oh, vielleicht das da. Also, ich glaube, eins von den beiden. Dieses hier. Nummer 20. Achso, das ist das nicht, was es zu sagen hat. Also, finde ich es schade. Ich habe schon extra eine SD-Karte hier in dem Spiel. Oder in der Switch. Warum kann ich nur 26 weitere Bilder noch davon machen? Oder festhalten? Hier, wenn wir das in der richtigen Aufnahme hinkriegen. War ich da angezoomt oder war das Ding einfach zu nah?
Das ist ein langweiliges Bild. Ich finde das hier weiterhin eigentlich sehr schick. Ich denke, wenn es vielleicht noch nach vorne gucken würde. Oder zumindest, dass man sein Gesicht sehen könnte. Sehr schade eigentlich. Ja, und der Rest. Ich frage mich, ob man das bei dem Mantax nochmal extra Punkte bekommen hätte, wenn es den Toxa auch nochmal dabei gewesen wäre. Aber da ist der Fall. Ja, man sieht ganz unten, okay. Man sieht da ganz unten noch Mantax. Also man würde so auf 5 Pokémon kommen, statt 4, wie wir es hatten. Ich konnte endlich Numinakugeln entwickeln, die im Kopia Archipel eingesetzt werden können. Es lohnt sich also, nochmal am Strand und beim Riff vorbeizuschauen. Und ich gehe davon aus, auch theoretisch unter Wasser. So, genau. Wir haben die Kugeln erhalten. Weiß nicht, was wir da jetzt für unterschiedliche Sachen bekommen haben. Ja, wir werden für heute leider, denke ich, nicht nochmal eine weitere Runde machen, aber... Was können wir eigentlich filtern? Also, für die unterschiedlichsten Bereiche. Gucken wir mal ganz kurz, was wir hier drin haben. Ja, auf jeden Fall... Hätte ich das gesehen gehabt? Ich glaube, zwischen den Teilen. Da gab es ein richtig interessantes Bild, was jemand gemacht hat hier in Kopia. Ich werde es erstmal noch nicht spoilern, außer das Spiel schmeißt es mir jetzt hier in diesen Aufträgen entgegen, weil ich nämlich nicht weiß, wie das möglich ist. Erstmal so: 3 in einer Reihe. Hatten wir das neulich? Habe ich ein paar Kokowai beim Mittagsschlaf gesehen. Das war total süß. Ja, okay. Schlafend, ja. Von mir aus, ja. Hast du schon mal gesehen, wie Wingo ein Looping macht? Ha, cool. Wie es aussieht, reagiert Rubella auf die Scan-Funktion. Vielleicht hilft es dabei, ein gutes Foto zu machen. Hatten wir ja eigentlich. Okay, das hatten wir. Hast du mal gesehen, wie Golfer ins Meer zurückkehren? Gufa. Oh, ein Auge als Stempel. In der Lente-Region habe ich das noch nie beobachtet. Oh, interessant. Sie lassen sich also von Pilippa tragen. Versteckt im Sand. Octillery interessiert sich sehr für den Sand dort drüben. Ich habe so eine Ahnung, woran das liegen könnte. Das fand ich jetzt schade. Wie gesagt, da muss es eigentlich besser sein. Denn ich habe von dem Octillery das Bild gemacht, nicht von dem Flanktask oder wie das Ding hieß. Und ich gehe mal davon aus, es will halt das andere haben. Ich frage mich, ob du Heido auch Samtäpfel frisst. Aufgrund seiner Spitznamen Tyrann des Meeres tippe ich eher auf nein, aber man weiß ja nie. Ha. Samtapfel tauchen. Pelipper fliegen manchmal nah an den Meeres, an die Meeresoberfläche. Doch was bewegt sie dazu? Okay, Samtapfel tauchen als Titel ist natürlich leicht. In Spiellaune, wow. Du weißt ja, wie riesig Wylords sind, oder? Ich habe gehört, dass sie beim Spielen ihren ganzen Körper rotieren lassen. Okay. Möchtest du ein tolles Foto von Libikos machen? No. Dann habe ich einen Tipp für dich. Warte auf den perfekten... Oh, so funktioniert das Spiel. Danke, Rita. Aufgebläht wie ein Ballon. Als ich ein aufgeblähtes Balderfisch fotografieren wollte, ist es plötzlich davon geflogen. Also ein bisschen schade. Ich kann verstehen, dass halt die anderen Bilder, die man nicht einschickt, nicht gespeichert werden. Wo ich mich dann frage, wenn ich dann halt dieses spezielle Foto hätte gespeichert. Oh, ein Kopfstoßwettbewerb. Die Bisofang haben plötzlich angefangen, sie zu streiten. Interessant. Was man dafür machen müsste. Vielleicht die Musik spielen? Irgendwas? Allzu viele Optionen haben wir da eigentlich auch nicht. Rumpel? Ich habe nur einen Moment weggeschaut und plötzlich ist das Schwalbini geflüchtet. Okay. Man sieht es da oben noch so ganz leicht wegfliegend, denke ich. Das sind aber gleich 3 von denen. Ich weiß immer nicht, wie man geaustete Früchte bekommt. Ich meine, es gibt definitiv Feuer-Pokémon dort in dem Gebiet, aber... Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir für heute hier zum Ende. Beim nächsten Mal werden wir vermutlich tatsächlich weiterhin im Wasser bleiben, so sehr ich am Anfang angekündigt hatte, hey, wir alternieren hin und her zwischen den neuen Gebieten. Wir werden vermutlich mit den neuen Kugeln noch so ein bisschen herumspielen, wo ich immer noch nicht so richtig davon überzeugt bin, dass die allzu toll sind, aber hey, wenn das Spiel will, dass wir das machen sollen, dann machen wir das auch. Für heute aber bedanke ich mich fürs Einschalten. Hoffe, es hat dir gefallen und bis zum nächsten Mal. Bis dann.